Die Israeliten sind bereit, den Jordan zu überqueren und nach Kanaan zu gehen. Aber vorher schickt Josua zwei Kundschafter los. Er sagt zu ihnen, schaut euch in dem Land und in der Stadt Jericho um. Als die Kundschafter in Jericho sind, gehen sie zum Haus von Rahab. Da meldet jemand dem König von Jericho, heute Abend sind zwei Israeliten hierher gekommen. Sie wollen das Land ausspionieren. Der König schickt ein paar seiner Leute zu Rahab mit dem Befehl, hol die Männer her, die bei dir im Hause sind. Doch Rahab hat die Kundschafter auf dem Dach versteckt. Sie sagt, ja, es sind Männer zu mir gekommen, aber ich wusste nicht, woher sie waren. Sie sind weggegangen, als es dunkel wurde, bevor das Stadttor geschlossen wird. Wenn ihr euch beeilt, könnt ihr sie noch einholen. Da jagten sie ihnen nach. Als sie weg sind, geht Rahab schnell aufs Dach hinauf. Ich weiß, dass Jehova euch dieses Land geben wird, sagt sie zu den Kundschaftern. Wir haben gehört, wie er das Rote Meer ausgetrocknet hat, als ihr aus Ägypten gekommen seid, und wie ihr die Könige Schihon und Og getötet habt. Bitte seid gut zu mir. Ich bin ja auch gut zu euch gewesen. Und versprecht mir, dass ihr auch meine Eltern und meine Geschwister rettet. Die Kundschafter versprechen es. Aber Rahab muss etwas dafür tun. Nimm diese rote Schnur und binde sie an dein Fenster, sagen die Kundschafter. Hol all deine Verwandten in dein Haus. Wenn wir nach Jericho kommen, werden wir die Schnur an deinem Fenster sehen. Wir werden dann niemanden in deinem Hause töten. Die Kundschafter gehen wieder zu Josua und erzählen ihm alles.